Hallo, liebe Freunde von Mittelstadt TV und Freundin. Ja, es ist mal wieder soweit. Eine neue Endvorstellung. Nach langer Zeit hat Brava am Donnerstag den VT60.5 ausgeliefert. In der Epoche 3. Die Epoche 4 Version ist noch nicht lieferbar. Auch nicht bekannt, wann die rauskommt. Aber da ich sowieso die Epoche 3 für uns hier bestellt hatte, möchte ich euch diese dann halt mal direkt vorstellen. Es handelt sich dabei um die Digitalversion mit Sound, Artikelnummer 44706. Wie gesagt, VT60.5 mit Beiwagen, VS 145 der Deutschen Bundesbahn Epoche 3. Und ich werde euch dann jetzt mal einfach die Funktionen vorstellen und dann werden wir ihn auch gleich mal nochmal fahren. Wir fangen mit Funktion 0 an. Funktion 0 ist, wie gesagt, wie meistens ja halt das Licht. Das Schöne ist, der Funktionsdecoder im Beiwagen ist direkt auf derselben Nummer gekoppelt wie der Decoder im Motorwagen. Das Modell steht da jetzt noch so, wie es aus der Packung kam. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ihn schon mal einfahren lassen in beide Richtungen, jeweils eine halbe Stunde. Auch mal eben die Geschwindigkeit gemessen. Das kommt dann gleich später im Video. Und ja, ansonsten, er hat immer noch die Adresse 3, es ist nichts dran verstellt, auch der Sound ist immer noch in der Lautstärke, wie er aus der Schachtel kommt. Und wir machen dann jetzt mal den Sound an mit F1. F2, Signalton. F3 ist das Licht im Fahrgastraum, auch ein sehr schönes Licht, muss ich sagen, hat Brava toll gemacht. F5 ist das Licht im Führerstand. Dürfte man gesehen haben. F6 ist dann halt das Licht im anderen Führerstand. F7 schaltet das Licht aus, wenn man jetzt in gekuppelter Variante fährt, so wie es jetzt hier steht. Nicht, dass da der ZG2 noch am Leuchten ist. Also mit F7 kann man das ausschalten. Auch sehr gut gemacht. F8 ist Feder. F9, das Läutewerk. Auch mal ein Läutewerk, was nicht so überschlägt, wie es oft der Fall ist. Es ist einfach ein ruhiger, läutender Ton. F10, nochmal Signalton. Aber kurz. F11 ist Türen öffnen und schließen. F12 ist für die Schiebetür, öffnen, schließen. F13, der Schaffnerpfiff. F14, Kuppelgeräusch. F15 ist das Fahrgeräusch.
Finde ich sehr, sehr interessant, dass das im Stand auch funktioniert. F16, wie bei vielen Brava-Loks, das Bremsgeräusch, was man zusätzlich halt benutzen kann, wenn man jetzt eine Rampe runterfährt und die Bremse an sich noch nicht anspricht, aber man trotzdem schon mal das Geräusch haben will, dass er anfängt zu bremsen. F17 wäre Sound leiser. F18 Sound lauter. Ich muss schon sagen, der Sound ist wirklich sehr laut. Wir haben ja hier keinen kleinen Raum, aber ich finde es schon wirklich sehr laut und deswegen werde ich ihn jetzt auch mal direkt leiser machen. So, das dürfte reichen. F19 ist Leerlauf erzwingen. Finde ich immer ein sehr schönes Gimmick. Wenn man jetzt an den Bahnsteig ranfährt und der Motorsound nicht schon runtergeht, also in den Leerlauf schaltet, weil der Decoder vielleicht noch nicht so weit ist, kann man damit den Leerlauf erzwingen und kann schön an den Bahnsteig heranrollen. Ja, und F20 ist dann noch Bremssound deaktivieren. Es gibt ja auch Leute, die wollen das gar nicht haben. Und damit sind die Sounds bei dem Decoder auch schon alle vorgestellt. Und ja, dann werde ich euch jetzt gleich nochmal ein paar Szenen zeigen, wie er sich fährt. In dem Video kommt dann, wie gesagt, auch noch der Geschwindigkeitstest. Das Original fuhr 80 km/h. Und lasst euch gleich überraschen, was Brava daraus gemacht hat. So, kommen wir mal zum Höchstgeschwindigkeitstest. Das Original fuhr ja damals 80 km/h. Und jetzt schauen wir mal, was Brava daraus gemacht hat. Ja, 87,1 waren es jetzt. Eben waren es 86,1, aber das finde ich ist ein guter Wert. Hat Brava gute Arbeit gemacht.